Es gibt ein Gerücht im Umfeld von Krematorium 3. Es geht um Rebellion. Wenn es euch um Flucht geht, steigen wir aus. Ist das dein Ernst? Was denn? Willst du zurück in dein normales Leben? Kein Sonderkommando hat sich länger gehalten als 4 Monate. Jede von uns macht ihre Arbeit. Ich bin auf alles vorbereitet, Dina. Das bin ich auch. Das solltest du auch sein. Wenn sie uns kriegen, was machen sie mit den anderen aus unserer Gruppe? Natürlich werden alle Baracken bestraft. Es werden alle bestraft und anschließend umgebracht. Genau wie wir. Ein Mädchen hat das Gas überlebt. Sie liegt auf dem Karren. Sie atmet noch. Sie wird sonst lebendig verbrannt. Es wird einen Aufstand geben. Wann? Ich weiß es nicht. Sie wollen nicht, dass ich mich daran beteilige. Wer hat sie denn da eingeführt? Und jetzt, wo sie das überlebt hat, Gott allein weiß wie, fühlst du dich als Held? Wir bringen sie nicht um, klar? Kommt nicht in Frage. Ich sag nicht, dass wir es nicht hätten tun sollen, aber jetzt tun wir es nicht. Du sagst ihnen kein Wort, was immer sie auch tun, egal was. Du sagst ihnen kein Wort. Sollte es im Lager einen Aufstand geben, gibt es ein Massaker, das alles in den Schatten stellt, was man uns antun könnte. Diese Männer werden leiden. Ich will nicht mehr am Leben sein, wenn das alles hier vorbei ist.